Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue ein Penthouse für Jenny und die 100 Baby Challenge. Dies ist Teil 8. Und eigentlich wollte ich jetzt ja mit dem Obergeschoss anfangen, aber irgendwie stört mich das mit diesem Schwimmbad, so wie es jetzt ist. Also einerseits liebe ich es, wie ich ja schon gesagt habe, wenn man so ein Schwimmbad hat, wo man so reingucken kann. Also wenn man da die Wände sieht und die Leute so schwimmen sieht, das finde ich einfach super klasse. Aber ich finde es total störend, dass wenn man das Haus so hat, was wahrscheinlich die Hauptspielrichtung von mir sein wird, dass man praktisch an den Babybereich überhaupt nicht drankommt, klickmäßig. Und darum habe ich mich schweren Herzens entschieden, den Swimmingpool einen Stock tiefer zu legen. Das will ich jetzt mal mit möglichst wenig Aufwand bewerkstelligen. Mache ich hier jetzt erstmal die Fenster weg und diese, vielleicht kann man den Swimmingpool löschen. Mal gucken. Ah ne, den kann man wohl nur von oben löschen. Nein. Da, genau. So. Ja. Und jetzt mache ich hier die Wände weg. So. Und die Wand. Und ja, und hier mache ich jetzt einen Swimmingpool hin. Das heißt in der gleichen Größe, nur einfach alles ein Stock tiefer. Ich glaube, ich kann ihn da nicht von der Ecke aus machen. Ja, ist schon gelb. Ich fange hier mal an. Das ist noch grün. Und hier wird es dann gelb. Gut. Der ist jetzt natürlich eine Ecke kleiner. Und ich frage mich, auch, na, hier kann ich ihn etwas länger machen. Ich frage mich, ob ich ihn vielleicht noch länger haben will. Jetzt gucken wir mal, wie es passen würde, so von der Architektur des Hauses her. Hier geht er jetzt praktisch bis zum Ende der Überdachung. Aber also diese Hauptüberdachung. Ich könnte ihn aber auch bis zum Ende von dem hier machen. Dann wäre er länger. Die Frage ist, brauchen das die Sims? Nicht unbedingt, aber ich brauche es vielleicht. 1, 2, 3, 4. Damit ich nicht das Gefühl habe, dass meine armen Sims in so einem kurzen Swimmingpool baden müssen. Ja, ich glaube, das ist jetzt halbwegs stimmig. Dann mache ich diesen Zaun. Dieser Zaun. Gut, der ist an den Raum gekoppelt. Dann mache ich einfach hier einen neuen Zaun hin und fertig. So. So, wunderbar, ja. Okay. Ja, und dann haben sie ihren Swimmingpool auch dort, wo sie ihre anderen körperlichen Aktivitäten haben. Das ist ja durchaus von Vorteil, würde ich sagen. Nur weil ich gerne da so reingucke. Und jetzt kommt man halt super gut an die ganzen Babysachen ran. So, erstmal eine Poolleiter und einen Sprungturm. Dann nehme ich diesen modernen. So. Warum geht das nicht? Weil das unterm Dach ist. Kann keine anderen Objekte. Was sagt er? Überschneiden. Na toll. Ja, das ist wohl, weil es unterm Dach ist. Dann lasse ich das erstmal. So reicht das auch. Und über den Sprungturm mache ich mir später Gedanken. Und auch Lichter und sonstige Deko von dem Swimmingpool mache ich auch später. Jetzt gucke ich mal hier. Da sollten dann schon wieder Fenster hin. So. So. Und hier auch. Okay. Und dann kommt da, kommen noch schmale Fenster hin. Gut, und jetzt checke ich mal den Ausblick vom Babyzimmer aus. Ob das in Ordnung ist. Ja, das ist sogar noch deutlich besser geworden als vorher, weil man hier jetzt nämlich auch Berge sieht. Gut.
Ich denke mal, dann ist es fürs Erste geklärt. Nein, noch nicht ganz, denn hier oben ist jetzt ja ein Loch. Diese Terrasse ist eigentlich viel zu groß. Mal gucken, was passiert, wenn ich das hier einfach so ziehe. Das sieht ziemlich rot aus. Pool kann nicht unter einer Wand platziert werden. Toll. Und hier, das geht auch nicht. Normalerweise. Ja, der Pool, der kann zwar entweder innen oder außen, aber der ist jetzt so ein Übergangsdings wohl. Zu was Blödes. Was ist denn das? Das ist hier jetzt einfach nur ein Loch, gell? Und wenn ich dieses hier ziehe, das scheint zu gehen. Jetzt geht's plötzlich. Okay, gut. Dann kopiere ich mir hier die Tanzflächen wieder hin. So. Ja, jetzt sieht es so aus, wie ich es haben will. Dann sollte ich allerdings vielleicht hier auch eine Wand machen, und keinen Zaun. Sonst hängt das einfach zu weit in der Luft. Ich könnte natürlich auch eine Säule machen, aber ich habe da drüben habe ich ja, wo ist es hier, eine Wand. Und das macht sich eigentlich ganz gut. Und so mache ich das dann auch auf der anderen Seite. Gut. Also. Mauer. Das geht dann. Tja, bis hierhin. Mal gucken. Sieht man jetzt nicht. Ja, hat gleich geklappt. Na prima. Okay, dann mache ich hier jetzt auch wieder so ein schmales erst und dann lauter Breite. So. Ja. Damit es zu dem unteren halbwegs passt. Hier diese Linien. Okay. Und die Wand sollte natürlich die richtige Wandfarbe haben, auch wenn man von der nichts sieht. So, jetzt gucke ich mal, ob das hier alles die richtige Wandfarbe hat. Nein, aber jetzt. Und hier an den Rand mache ich dann irgendwelche Pflanzen oder so. Da wird mir schon was einfallen. Gut. Und später mache ich da vielleicht noch Säulen hin und sowas. Ja. Jetzt kann ich hier mal mit da oben anfangen. Also da möchte ich sechs Einzel- oder Zweierzimmer haben. Die dachte ich, die sind halbwegs passend. Ja, so ist jetzt besser mit diesen schmalen Fenstern, zumindest teilweise. Und in diesem Bereich ist dann Jennys Reich. Und von oben will ich noch ein so ein Tauchbecken machen. Und da hätte ich dann auch meinen kleinen Pool, in den man reingucken kann. Okay. Erst muss ich da mal ein Badezimmereck abtrennen. Jetzt gucke ich mal. Hier ist das jetzt so gemacht, dass hier die Tür ist. Ich könnte die natürlich auch noch eins zur Seite schieben. Das wäre dann, müsste ich das hier weg, die Tür so und dann, ja, doch so ein zusätzliches Fenster wäre vielleicht nicht schlecht. Objekte können keine Treppen überschneiden. Na gut, dann halt nicht. Okay, dann könnte ich im Prinzip ab hier die Kinderzimmer machen, wenn ich die auf der gleichen Höhe anfangen will. So, mal gucken. Ja, das ist dann schon alles relativ eng. Ich könnte es auch hier anfangen lassen. Dann könnte ich die Änderung eben rückgängig machen. So. Ich probiere es mal mit hier, denn ich glaube, noch da hinten raus habe ich sehr viel Platz. Und der Jenny gönne ich zwar ein schönes großes Zimmer, aber man muss es auch nicht übertreiben.
Dann machen wir lieber, nein, das ist nicht nötig. Machen wir lieber die Toilettenanlage großzügiger. So. Und vier Länge finde ich mehr als groß genug für diese ganzen Kinderzimmer. Und es muss mit den Fenstern übereinstimmen. Das heißt, jedes Kinderzimmer braucht mindestens ein so ein Stück, wo kein Fenster ist, damit ich das Bett dahinstellen kann und so eine Lampe befestigen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise nehmen wir von hier aus 3, dann hätten es zwei, wie nennt man das? Zwei Breitenstücke, zwei Kachelbreiten, wo ich das Bett theoretisch hinstellen könnte. So, und das andere könnte ich dann vielleicht 4 breit machen. Oder ich mache es auch 3 breit. Und Jennys Zimmer wäre dann sozusagen von hier bis da. Okay, das ist jetzt schon groß, schon sehr groß. Aber naja, das kriegen wir schon irgendwie vollgestellt. Gut. Ich mache hier einfach mal Wände für die Zimmer. Und hier klappe ich das jetzt. Ah ja, das läuft. Die habe ich ja an die gleiche Stelle gemacht. Dann kann ich die Wände hier auch sozusagen. So. Okay. Dann hole ich mir mal von unten eine Tür. So, da. Und jetzt setze ich Türen ein. Okay. Und 6 Zimmer sind eigentlich ein bisschen groß, aber das, also ein bisschen viel. Wir haben praktisch nie 6 Schulkinder gleichzeitig. Aber dann kann ein Zimmer auch von einem Butler benutzt werden. Oder wenn ich mal ein Kind länger da wohnen lassen will, damit Jenny mehr Freiraum hat. Oder. So. Jetzt stelle ich hier mal so die grundlegenden Möbel rein. Und zwar kriegen die alle diese Prinzessinnenbetten. Und jedes Mal, wenn ich die benutze, muss ich ein bisschen schimpfen, weil die so furchtbar kitschig sind. Und die einzigen Betten mit dieser guten Schlafqualität. So. So. Okay. Die Farben ändere ich später noch. Aber vielleicht mache ich mal schon mal gleich richtige Lampen rein. Die brauchen jetzt keine Wolkenlampen mehr, finde ich. Es sind ja Schulkinder. Aber diese hier, die sind jetzt ein bisschen bunt. Die hier, ja. Die sind irgendwie arg blau. Ach, man kann es mir aber auch recht gar nicht recht machen. Die sind zu eckig. Ich glaube, ich nehme diese da. Und zwar. Soll ich wirklich diese Violetten wieder nehmen? Die nehme ich sonst immer schon so gern. Ich nehme die einfach mal. Und ich kann die ja immer noch später ändern. Je nach Zimmer und so. So. Und bei der Jenny packe ich auch mehrere rein. Okay. Gut. Jetzt wollte ich jedem Zimmer einen kleinen Nachttisch geben. Und das muss jetzt auch kein Kleinkindernachttisch sein, sondern sind ja große Kinder. Ich will ihn nicht im Stil von den Betten machen. So weit bin ich da ziemlich entschieden. Es wäre eigentlich sinnvoll, einen mit Schubladen. Das macht zwar für die Sims keinen Unterschied,
Aber so in meiner Vorstellung, den hier mag ich eigentlich ganz gern. Will ich da diesen blauen nehmen? Ja, ich könnte die dann in unterschiedlichen Farben machen. Wenn ich dann noch Zeit habe, die Räume zu individualisieren. So. Und so. Und jetzt gucke ich mal, diese Tür verschiebe ich mal. Und hier auch. Nö, da. Okay. So, nein. Oh, so wollte ich das. Denn ich dachte mir, in wenigstens eins von diesen größeren Zimmern stelle ich noch ein zweites Bett. Und das hat dann das Kopfende hierhin, damit da auch wieder eine Wand ist. So, dann will ich kleine Schreibtische reinmachen. Das finde ich am schnellsten so. Die brauchen zwar keine kleinen Schreibtische, aber ich finde irgendwie in ein Kinderzimmer gehört so ein kleiner Schreibtisch. Also wenn man schon ein eigenes Kinderzimmer hat. Will ich dieses blaue Dings nehmen? Das hat den Vorteil, es ist so schön klein. Ich könnte auch einen ganz normalen Tisch nehmen bei den Esstischen. Da gibt es ja auch eigentlich welche. Okay, aber es gibt wenige mit vier Beinen und die hier sind irgendwie so, naja, als Schreibtisch. Die funktionieren zwar und der hier hat eine Tischdecke. Sonst fände ich den ganz schön. So. Tja. Nö, der ist auch nicht. Den habe ich, glaube ich, öfters mal genommen für solche Zwecke. Na, dann könnte ich den hier auch weiß machen. Ich mache den vielleicht einfach weiß. So. So und so. Und so. Und so. Okay. Und einen kleinen Schrank. Die finde ich hier. Und zwar dachte ich so einen. Ja. Vielleicht nehme ich den auch erstmal in weiß. Ich sehe schon, ich habe keinen Testing-Cheats True an. Das muss ich noch machen. Testing-Cheats True. Ich meinte natürlich, ich habe keinen Baby-Move-Objects an. Baby-Move-Objects. Jawohl, jetzt. Dann kann ich diese Schränkchen besser platzieren. So. Ich stelle die erstmal einfach so hin, weil so passen sie. Oh, ich brauche natürlich auch noch Stühle. So. Und hier, genau, da muss ich ein bisschen quetschen. Dafür habe ich das gebaut. So. Das passt nämlich etwas gequetscht hierhin, obwohl das eigentlich ein Zwei-Kachel-Dings ist. Aber das passt doch ganz gut. So. Stühle. Büro. Gibt es hier noch ein dunkelblau? Nee, leider nicht. Und der ist mir fast ein bisschen hellblau. Und der, den gibt es nur in diesem Blau. Oder vielleicht schwarz. Nö, das passt irgendwie gar nicht. Den hier gibt es in Blau, aber ich finde, das ist für, der ist, das Blau ist auch zu hell. Und das passt auch nicht für kleine Kinder. So, wie sieht's damit aus? Das ist auch zu anders, das Blau.
Und der Stuhl sieht unbequem aus. Dieses hier würde gehen und bietet viele Optionen für Anderseinfärbungen, wenn ich die farblich variiere, diese Zimmer. So. Denn es muss ja nicht alles hier so blau-blau sein. Ja, dann sollte jedes Zimmer einen Teddybären kriegen. Tja, ich meine, irgendwas Kindgerechtes sollte da rein. Aber ja, ich denke mal, da ist der Teddybär schon am besten geeignet. Denn die ganzen Fähigkeiten-Sachen sind ja schon unten. Und auch eine Spielzeugkiste macht keinen Sinn. Das ist einfach nur eine weitere Kiste. Hier passt der höchstens hierhin. Okay. So, und die in der Reihe könnten vielleicht hier kleine Drachen kriegen. So. So. Okay, und jetzt machen wir da einfach mal verschiedene Farben. So und so und so und so. Okay. Und dann könnte ich dieses hier auch ein bisschen rosa machen. Da müsste es doch eigentlich durchgehend rosane Optionen geben. Jawohl. Wow. Wenn wir mal ein Mädchen haben. Tja, und den gibt es nun nicht in rosa. Also sowas. Gibt es da nicht einen anderen Schrank in rosa? Nee, hier, Schlafzimmer, Schrank. Dieser hier. Der würde reinpassen. Der ist jetzt mehr so lila. Und der da, der ist klar, ja, der ist zierlicher. Und ich glaube, den gibt es in rosa. Ja. So. Okay. Ja. Dann ist das doch eine Alternative. Und jetzt brauchen wir. Ah, ich sehe schon. 22 Minuten ist das Video schon lang. Ich denke mal, dann sollte ich für heute einen Cut machen. Und an der Verfeinerung dieser Kinderzimmer arbeite ich dann einfach im nächsten Teil weiter. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.